Okay, dann würde ich einfach mal sagen, solange wir auf dich und die Prüfung warten, schauen wir mal zu Diamantis rüber 3 Tage. Diamantis wäre schon wahrscheinlich, als wir abgesegelt sind, nochmal zu Netia gegangen, um sich verarzten zu lassen. Denn wie ich sehe, ist der ordentlich angeschlagen. Außerdem würde er so eine Schicht von 8 Stunden an dem Skorpion verbringen. Denn solange das Schiff an der Werft ist, ist keine Gefahr, daran zu arbeiten. Und vielleicht können jetzt die letzten Handwerker den verbesserten Skorpion endlich mal fertigbringen. Und die anderen 2 Tage würde ich mich eingehend mit Tekala beschäftigen und ihm das Handwerk an der Armbrust, wie gesagt, an der Arbalette Balestrina, alles, was über dieses Talent zu führen ist, näher bringen. Damit er sich auch als kleiner Schütze entwickeln wird. Okay, dann gib mir mal eine Lehrenprobe, bitte. Und während Kriegst du? du die Lehrenprobe würfelst, fragen wir nochmal zu Damin, deine Sätze. Wie viele kannst du sprechen? Und was sagst du? Gut, ich bin soweit. Ich mache erstmal das Regelseitige. Die göttliche Verständigung auf Grad 3 ist nötig, wenn man Geweihte erreichen möchte, die einem zumindest namentlich bekannt sind. Die Länge der Botschaft beträgt LKP Stern plus 5 Wörter. Ich hatte vorher noch die Erleichterung vergessen, die mir meine fortgeschrittene Entrückung gibt. Die ist jetzt eingerechnet. Und ich komme somit bei 18 Wörtern raus. Gut, Das ist eine und Menge. naja, ich bin halt gut. Ohne jeden Zweifel. Und die Sache sieht eben so aus, dass Zulamin erstmal längere Zeit meditierenderweise in der Kapelle sitzt. Sie blickt dabei auf die Sandschale. Liegt das Schiff noch im Wasser oder haben wir es aus dem Wasser rausgeholt? Ich glaube, es würde allein einen halben Tag dauern, das überhaupt ins Trockenlock reinzukriegen. Also haben wir uns das gespart. Genau, also ihr liegt in einer Werft und repariert von dort aus. Es gibt dann noch 2, 3 Kräne, die noch klein sind, aber rübergeschwenkt sind und mit dem man dann Masten stützen kann und so weiter. Gerade im Unterdeck wird dann eben auch viel rausgerissen und neu dran montiert. Aber ihr liegt im Wasser und schaukelt. Gut, dann beobachtet sie während der Meditation das leichte Hin- und Herschwingen des Pendels, das durch die Bewegung des Schiffes im Hafenbecken zustande kommt. Und ja, wenn sie sich dann eben durch die Meditation eingestimmt hat, versucht sie sich auf Leonida einzustimmen. Und also das ist etwas, was ihr nicht leicht fällt, denn mit Leonida verbindet sie jetzt nicht wahnsinnig viel Positives. Aber naja, die anderen haben gemeint, sie muss ihn wohl irgendwie auf ihre seltsame Weise geliebt haben. Ich glaube, Boltax war es, der das gesagt hat. Also versucht Zulamin nach bestem Vermögen, sich das vorzustellen, dass Leonida Yalan liebt und dass sie nur deswegen so aufgebracht in ihrem Brief klang, weil sie sich eben im Stich gelassen gefühlt hat. Und über diese gedankliche Verbindung, über den Brief, erreicht sie dann schließlich auch Leonida. Bekomme ich was mit davon, also von ihrer Gefühlslage oder wo sie ist oder so? Oder übermittle ich einfach nur meine Nachricht? Ich glaube, das funktioniert nur Ich glaube one-way-mäßig. ja, also Es ist sie müsste tatsächlich one dir, way. sie müsste dir eine eigene Empfindung dann zurückschicken. Schauen wir mal, Die was hat aber das Karma, sie war könnte das. Ja, sie ist geweiht mittlerweile. Eine pure Fluff-Frage, weil ich habe damals von Leatmon irgendwie so ein bisschen Bild empfangen. Aber ist Ja, Leatmon okay. ist da auch ein Level drüber oder eher zwei. Und der ist auch viel netter. Aber egal. Also Hey, das ist mal eine Witwe, über die wir hier reden. Nein, es ist Jalans Witwe. Okay, also wenn Zulamin das Gefühl hat,
dass sie Leonida jetzt fast vor sich sehen kann. So, als könnte sie fast greifen, aber gerade nicht. Spricht sie in die Stille der Kapelle hinein. Trauere nicht, Leonida. Kraios hat Yalorn auf der Quanions-Queste mit Leib und Seele zu sich geholt. Und als sie diesen Satz gesprochen hat, schlägt Sulamin die Augen wieder auf und erhebt sich und verlässt, ohne noch irgendetwas dazu tun, die Kapelle. Fragen wir einmal Rafim. Was tust du? 3 Tage. Ja, Rafim würde tatsächlich sich erst nochmal die Männer anschauen, die noch leben unten. Also, das sind ja nicht mehr viele Trollzacker. Dann tatsächlich da unten etwas aufräumen. Und ja, tatsächlich Zeit mit den Trollzackern verbringen. Ja, die Trollzacker, die Stimmung ist bei ihnen relativ gut, auch wenn sie ziemlich schwer verletzt sind, auch wenn du dann noch einmal zu Gornech nach oben guckst, bei Boltax, der dort immer noch sitzt und mit dem Hund spielt, hat sich dort wohl auch verschiedene Sachen in seinen Armstumpf mal testweise hineingesteckt, aber der Schmerz, der ihn lustig kitzelt, sagt er zumindest, auch wenn er keinen Arm mehr hat. Wie er kämpfen wird in Zukunft, man weiß es nicht. Aber die Stimmung ist gut. Gordovan Rohan ist geblieben. Selbstverständlich der Stierkopf-Schamane. Hat er wohl irgendwelchen anderen Leuten ins Gesicht gebissen, hat er wohl erzählt. Drag von Kekrach, der König, hat am meisten seiner Leute gefällt. Blutrausch. Ashirut Duncha. Dann ist noch Sharupach anwesend. Und Achsul. Hat bereits vor langer Zeit ein Auge verloren. Ist aber auch nicht traurig darum. Ja, jetzt wohl auch ein großer Freund von Haswolf zu werden. Jetzt hat er großes Interesse an Haswolf bekommen. Ja, ich würde mit denen trotzdem Zeit verbringen und die Gefallenen ehren. Und ja, selbst wenn sie das nicht so wertschätzen, für mich ist das wichtig. Gut. Serpentilio, 3 Tage. Der Ventilo wird weniger als 3 Tage verbringen. Er wird am selbigen Abend, nachdem er erstmal natürlich seine neue Anstellung feiert, mit noch mehr Pfeifenkraut, einen Brief, der so diplomatisch wie möglich verfasst ist, an Salpikon Saratin aufsetzen, im Sinne von, ja, wir bereuen sicherlich beide, wie die Sache nun gelaufen ist, etc., etc. Wird den wieder besseren Wissens abschicken, wenn uns Irodo Depesche, und sich dann am nächsten Morgen vor der Dachhandhütte einfinden. Mit einem einzelnen Koffer. Nein, der läuft nicht selbst. Okay. Ja, Boltax tritt dann von der Drachentöte herab. Serpentilio. Nun, bereit für die Prüfung? Erster Bart Nagus, wie ich euch hoffentlich auch nun nennen darf. Selbstverständlich. Ich bin zu jeder Zeit bereit. Nun, dann folgt mir. Unsere erste Prüfung wird in der Kapitänskajüte stattfinden. Kommt bitte mit. Sicher doch. Ja, und ja, er winkt mit einer Hand den maraskanischen Träger, den er irgendwie angeheuert hat, für sein Gepäck weg und schleppt das dann ächzend selbst die Planke hoch, die paar Meter, und lässt es dann dort stehen, um dir zu folgen. Würfel mal eine Körperkraftprobe. Körperkraft? Sure, okay. Ist gelungen. Ja, man sollte meinen, in meinem Alter würde einem das noch nicht so schwer fallen, aber... Doch, die Jackal nimmt mal, und die Jackal gibt. Nun eigentlich nicht. Mal in mein Alter. Ich weiß den Witz zu schätzen, aber ich hoffe, ihr wisst zu schätzen, dass ihr mir nicht sonderlich viel Trost spendet. Nun, nein. Nichtsdestotrotz. Geht doch voran, ich lasse das hier stehen. Ja, bitte. Tretet ein, das ist die Kapitänskajüte. Nehmt doch bitte Platz. Sind die anderen auch da oder nur Boltax? Nö, nur ich. Okay. Eure erste Aufgabe wird sein, dieses zu trinken, ohne dass euch übel wird. Und ich nehme den schwarzgebrannten Offenbarung der Zwillinge, schenke dir einen fingerhutgroßen Schluck in so ein kleines Schottglas ein und stell's vor dich. Ist dies eine Fangprobe? Oh, wie nett, ein Kätzchen. Hallo, du. Ja, ich
Taste, strecke halbherzig die Hand nach der fauchenden Katze aus. Würfel mal eine Tierkunde-Probe. Nee, Tierkunde habe ich. Abrichten habe ich, glaube ich, nicht. Ist das ein Handwerk? Ja. Dann habe ich es nicht. Ich würde auf Tierkunde plus 10 ableiten. Oh, Tierkunde plus 10. Ja, finde ich okay. Das ist damit gerade so gelungen. Ja, wahrscheinlich. Du ziehst deine Hand wieder zurück, kurz genau, bevor die Pranke dir ordentlich einschenken würde. Nun, ich gebe zu, ein wenig Überzeugungsarbeit scheint nicht nur bei eurem Kapitän vonnöten zu sein. Ich werde Notiz machen, ein oder zwei kleine Makrelen mitzubringen. Das ist immer gut. Das mag er. Aber er ist auch eine ziemlich fette Katze. Oh, und jetzt bitte zu eurer Prüfung. Trinkt, ohne dass euch schlecht wird. Eine ziemlich fette Katze, aber eine sehr fitte Katze. Ja. Nun gut. Ich nehme das Schnapsglas, rieche einmal an dem selbstgebrannten. Wenn ich mir sicher bin, ich habe ja ein paar Tage schon oder ein paar Wochen vielleicht, ich weiß nicht wann das letzte Mal hier verbracht. Ich kenne den Schwarzgebrannten aus der Südwind vermutlich. Ist der wirklich bad? Machen wir eine Zechenprobe. Nichts leichter als das? Oder Selbstbeherrschung. Oh, darf ich mir aussuchen? Weil dann würde ich noch auf Selbstbeherrschung gehen. Ja, gib mir doch eher eine Selbstbeherrschungsprobe. Also er brennt halt doppelt so. Und das mit dem Zechen kannst du eben die Nachwirkungen nicht verhindern. Da ist einfach deine Konstitution dir dann im Weg. Aber du kannst dich eben während des Trinkens ganz gut beherrschen. Ne? Wenn du dann merkst, es brennt, einfach nur brennt, dann ein niederirdisches Feuer in deinem Bauch. Kannst du den eben zurückhalten, aber du weißt, dass du dann eben in den nächsten paar Stunden mit den Nebenwirkungen des Alkohols zu kämpfen hast. Da noch mehr Proben vor mir liegen, werde ich da doch einen winzig kleinen Abwehrnehmen drauf sprechen. Man hat's ja, man kann's ja, und das ist natürlich das Erwartete, aber ich hatte immer auf dich kämpfen rum. Dann erzähl mir mal bitte, was ein Abvenenum tut. Ein Abvenenum reinigt ein Getränk, respektive ein Gericht, von jeglichen Giften. Da ich kein Elf bin, wird es in diesem Falle nicht den Alkohol herausziehen. Ich werde allerdings die Variante Schutz vor Übelkeit verwenden. Das sollte mich zumindest vor den Fuselalkoholen und ähnlichem schützen und mir den Kopf klar halten. Denn einerseits ist es nur ein Schnapsbläschen voll, andererseits ist es offenbar ohne Zwillinge und kann auch die schwarzgebrannte Haut annehmen. Muss man es nicht vor dem Trink machen? Ich habe ja noch nicht getrunken, ich habe nur dran gerochen. Genau. Ach so. Wie gesagt, ich lasse mir Zeit. Schutz vor Übelkeit ist eine plus 5. Alkohol hat eine Giftstufe von 6. Ich glaube, die wird vollkommen aufgeschlagen. Wolters, weißt du das? Die doppelte Stufe des Giftes ja, erschweren. Ich meine auch, okay. Doppelte, ja. Das ist, okay, das ist dann also eine Erschwernis. Alkohol hat 6. Nee, Quark. Doch, Alkohol hat 6. Doch, Alkohol hat 6. Mhm. Die wird noch verdoppelt? Die ist doch eh schon so hoch. Das ist wenn Alkohol schon 6 ist? Das ist 12 plus 5. Warte. Aber der Alk ist nicht das Gift. Also ich will nicht den ganzen Alk rausfiltern. Naja, sonst würfel erstmal eine Probe, du kannst ja auch Zeit lassen, mit Zeit lassen, wie das ist sowieso. Ich lasse mir Zeit, das erleichtert um 4, wir sind auch auf einer 17, erleichtert um 4, kommen auf die plus 13. Na, trag's auch ein, bitte. Und dann würfeln wir das mal, die geht auf Klugheit, das sollte also gut gehen. Ja, es strengt ihn an. Also, Voltax, du siehst, die ja langsam und vorsichtig inkantiert. Mhm. Und dann das Zeug runtergibt, als wär's was. Auf welcher Sprache? Für Bolt ist, glaube ich, nicht bestimmbar. Es ist ein leises Zischeln. Du bist dir nicht sicher, ob er es einfach nur vor dir verbergen möchte oder ob er gewohnheitsmäßig auf einer dir unbekannten Sprache zaubert. Ja, das ist ja egal. Ich sehe ja, dass gezaubert worden ist. Auf jeden Fall. Das du bist ja mit der gildenmagischen Repräsentation hinreichend vertraut. Nun, verzeiht, dass ich an den Kantus wirken musste, aber etwas so Fieses hatte ich nicht erwartet, dass ihr mir vorsetzt. Das werde ich garantiert nicht. Nun, ich würde... Aber wir haben noch mehr Prüfungen vor uns. Das ist richtig. Nun, das wäre die erste Prüfung. Nun, alles gut. Wir kommen zur zweiten. Diese wird eine Prüfung eurer Fähigkeiten im Bereich der Umweltmagie sein. Ihr sagt, ihr werdet darin ja auch relativ bewandert, nicht wahr? Ach ja, das hat mich im Ring 4 ASP gekostet. Selbstverständlich, Magister Transformaticus, wenn ihr euch erinnert. Richtig. Nun, ich werde euch die Prüfung kurz schildern. Ich werde es hier im Raum dunkel machen und ihr sollt diese Dunkelheit brechen. Ob ihr damit mit eurer eigenen Dunkelheit sie umkehrt oder wie auch immer ihr vorgehen wollt. Ihr müsst mir nicht erklären, wie mein Handwerk zu machen ist. Nun, wunderbar. Ja,
Und dann würde ich eine Dunkelheit wirken. Da ich Zeit habe, lasse ich mir eben jene einen... Gott, ich muss nicht mal eine ewig lange Liste blättern, sorry. Um einen Reversales Revidum zu wirken. Reversales Revidum, Zauberwirkung, kehre um. Du hörst den dies tatsächlich auf ganz normalem Gerätchen sprechen. Dies ist gelungen. Und dann... Und jetzt kommt der Teil, den Daru nicht kann. Schon welche Zauberformel den Onkel leider nicht kann. Spreche ich eben, eben diese rückwärts und dann wird er vermutlich auch klar, warum ich das auch nochmal im Gerät tue. Ja. Ich zaubere keine Nuckelheit, sondern eine Tierlekund, für die ich mir natürlich auch Zeit lasse. Die ist ein Zweierschwert, weil Reversal ist. Genau. Und da, wenn ich mich nicht täusche, der Umkehr eines Zaubers durch... Wir haben keines Zaubers durch einen Reversales keine ZFE-Grenzen gesetzt und verschwindet die Dunkelheit einfach. Erster Bordenalagus. Ich will nicht sagen, dass ich mich ein wenig beleidigt ob der Aufgabenstellung fühle. Aber dies ragt nicht annähernd an meine Künste heran. Nun, ich sag dir, die Prüfung wird nicht besonders schwer. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Nun, nichtsdestotrotz behandelt ihr mich gerade wie einen Minoritenadeptin. Ich möchte trotzdem Boltax noch einmal bitten, dass er einen richtigen Dunkelheitszauber wirkt. Ich habe einen Dunkelheit. Ich habe einen Dunkelheit. Genau. Wirkt. Es muss einfach nochmal stürmen. Ja. Es erscheint ein Hummelschen, der finster. Ich könnte dir einen Dämon rufen, der ist nicht immer. Vollkommen. Ja, jetzt mache ich natürlich so einen Kackwurf. Ja, aber das hast du auch verdient. Ja, es ist in Ordnung. Ja. Es ist ja egal. Der ist wurscht. Ja, ja, okay, gut. Genau. Nun. Warte kurz, ein Reversales kostet 8 ZFP? 8 AP, ASP meine ich. Oh je. Ich muss zu meiner eigenen Schande gestehen, dass dies noch nicht im Fernsehgrounds eingetragen ist. Reversales kostet mich 7 und die Dunkelheit, Boldax, das weißt du. Die Dunkelheit habe ich jetzt eben eingezahlt. Also du kannst ja einen. Schön. Ja, gut, schön, dann werde ich natürlich auch einzahlen. Ja. Ich muss ja nur die Wirkung umkehren. So. Ich nehme allerdings noch nicht an, dass es das war. Nein, selbstverständlich nicht. Die dritte Aufgabe wird etwas ausführlicher sein. Ihr seid ja auch in der Anfertigung von Artefakten. Ich, nicht wahr? Markus, wenn ihr wollt, dass ich euch jetzt anfertige, kann ich es sehr wohl tun. Allerdings wird das nicht fertig, bevor wir hier abreisen. Natürlich. Deshalb, das ist mir bewusst, ich hätte gerne eine einfache Buchseite, auf die ihr, ich weiß nicht, sagen wir, einen Balsam appliziert. Nun, wenn ihr so geneigt seid. Ja, gib mir das Ding und ich appliziere immer so drauf. Ja, ich gebe dir eine Buchseite. Gott verdammt, sollst du dafür sein, mich so oft links und rechts durch die Vakanzierungs zu schicken. Es tut mir leid. Bum, 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 bum. Gut, ich... Das war mein Applikatus. Ich lasse mir sogar Zeit. Allerdings werde ich meine Formel wegfizieren. Mhm. Wir wollen den Magier auf Trab halten. Ja. Das dauert dann 40 Aktionen, 80 Aktionen, 80 mal 3... 140, etwa 5 Minuten. So, ja. Ventile wird da sitzen und das Buch, glaube ich, von vorne nach hinten durchblättern und jede Seite einmal einzeln mit dem Finger bestreichen. Nee, du hast eine einzelne Seite aus dem Buch bekommen. Ach, sorry. Also ich ein Blatt Papier. Ja, dann wird er die Seite sehr intensiv mit dem Finger bestreichen. Du hast, hätte er Tinte dran, würde er vermutlich etwas draufschreiben, hatte aber natürlich nicht. Und dann spreche ich dem Balsam hinterher, sag mir jemand, ob der Schwert ist, aber ich würfel ihn einfach. Nehmen wir an, ich habe mir Zeit gelassen und stuff. Ist trotzdem gelungen. Ja. Ich lege in den Balsam noch einen ASP rein, weil ich bin ja nicht lebensmüde. Genau. Das sind die Kosten für den Applikatus. Das sind 2, das ist um 1 verringert, weil ich einen Kraftspeicher habe, wie mir gerade wieder einfällt. Eins für den Balsam. Eieieiei. Nun, wollt ihr demonstrieren oder soll ich? Ich würde ihn an mich nehmen. Löst das Artefakt doch bitte ab. Der Ventilio zischt das Zauber, das Auslösewort, eine einzelne Silbe, wie es zu sein scheint. Und... Du fühlst dich nicht anders, denn du bist nicht verwundet, oder? Nee. Ich würde einen Lebenspunkt heilen, oder? Naja, nicht, wenn du nicht verwundet bist. Doch, mir fehlt noch einer. Also, ja, klar, ja. Dann ja. Ja. Dann bin ich jetzt wieder voll. Danke. Ja, aber das wirst du trotzdem nicht spüren. Also einen Lebenspunkt merkt man ja nicht.
Aber Boltax kann jetzt kann vermutlich jetzt unter der Karte draufbrechen, genau, um zu merken, dass da gerade ein Zauber noch drauf lag. Das kannst du machen, ja. Ja, das werde ich auch tun. Ich lasse mir für den Odem natürlich Zeit, ne? Kommt jetzt also endlich der Punkt, in dem jeder mich bittet, eine Invokation zu machen und ich euch sage, entweder Kapitän ist verboten. Oder dann überspringen wir das einfach. Das können wir überspringen. Ich denke, ihr wisst sehr genau, dass ich euch nicht um diese Sache bitten werde und ihr diese Sache nicht ausführen werdet. Ich erwarte allerdings noch die Fangfrage. Von daher... Nun, wenn wir doch bei Fangfragen sind, stelle ich euch eine, die euer Kompetenzgebiet der Dämonologie durchaus reizen könnte. Ist euch ein Dämon bekannt, der mit den... Attributen einer silbernen Waage und einer blutigen Zeituhr in Verbindung gebracht wird? Dies ist tatsächlich eine Fangfrage, denn da ich... Dies wäre eine Fangfrage, hättet ihr nach einem einfacheren gefragt. Denn da ich keine Invokation durchführen kann, könnte ich euch ein solches Wissen nicht beweisen. Aber ich nehme an, ihr sprecht von der Herrin der 16. Domäne. Nun, was wisst ihr darüber? Führt doch aus. Ich fürchte nicht übermäßig mehr als ihr. Nun, dennoch möchte ich natürlich prüfen, wie es um euren Wissensschatz bestellt ist, nicht wahr? Gib mir nochmal eine Magiekundeprobe. Ja, Sekunde. Dämonologie zählt natürlich in vollem Umfang. Wo habe ich sie denn hier? Magiekunde. Und was hat die denn? 16 Sternchen. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, Abelmir hatte damals auch 16 Sternchen. Nun, ich nehme an, und ich muss sehr fragen, wo ihr eine solche, auch nur Anspielung hergehört habt, dass ihr von Heskatet spricht, der Trägerin der ehernen Waage. Man sagt ihr nach, und ich betone sehr stark, man sagt ihr nach, über Zeit und Limbus zu gebieten, wobei die allgemeine Lehrmeinung natürlich davon ausgeht, dass die Zeit die Domäne des Satinav ist, des 13 Gehörnten, und der Limbus die des hohen Drachen Menankor. Nun, man sagt auch, dass sie anders als andere Dämonen nicht dem Chaos zugetan ist, sondern eher ordnend eingreift. Wie könnt ihr euch dies erklären oder wie würdet ihr ein solches Verhalten erklären? Was meint ihr? Ich würde denken, dass dies die verzweifelten Versuche sind, die Ausdrucksverschombene des Chaos, die mannigfalt sind, zu verstehen. Sollte die Herren der 16. Domäne wahrhaftig eine ihrer selbst sein, ein Erzdämonin, wenn ihr so wollt, so ist sie ein Geschöpf des Chaos. Und als solches kann sie nichts erkennen und kennt sie nichts anderes. Selbstverständlich können ihre Ausdrucksformen in der Kürze für euch weniger entropisch wirken als die ihrer Kollegen, wenn wir es so nennen wollen. Nichtsdestotrotz versichere euch, handelt es sich bei der Herrin des Feuers von Shasnabar um eine Erzdämonin, so ist auch sie ein Geschöpf des Chaos. Jedes Geschöpf, das eine solche Domäne beherrscht, wird zu einem der ihren. Eure fachliche Expertise scheint soweit gegeben zu sein. Das ist sicherlich nicht Wissen, das jeder Magus besitzt und noch weniger ist das Wissen, das man einfach so vermittelt bekäme. Ihr scheint also auf eurem Gebiet durchaus bewandert zu sein. Dieser fachlichen Kompetenz muss ich beipflichten. Was ich viel eher wissen möchte ist, wie kommt ihr darauf? Dies ist kein Name. Dies ist nicht mal ein Konzept, das man außerhalb der Hallen der Höchsten der Schwarzmagischen Akademien noch nur erhört. Nun. Es ist ein Konzept, das selbst im fernen Güldenland, wo die Invokation als die Höchste der Künste ihre Anerkennung findet, die ihr gebührt, kaum bekannt ist. Nun, ich habe sie gewissermaßen getroffen. Vielleicht schon zum zweiten Mal. Ihr habt ein Treffen mit einem Erzdämon überlebt, ohne eure Seele zu verlieren. Beeindruckend. Nun, es war interessanterweise in der Nähe Brabaks. Wir sind durch einen See aus Teer gefahren mit diesem wirklichen Nekromanten. Ach, wie hieß er noch? Polberra. Na, ihr kennt euch sicherlich. Balbella ist eine sehr große Bewunderungsfigur meinerseits, aber sagt ihm das nicht, er wird sonst unausstehlich. Ich habe seine Signatur in meiner Philosophia Magica, wollt ihr sie sehen? Bei Zeiten. Was ist
dass die Philosophica Magica. Ein Buch, ein sehr interessantes noch dazu. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ihr es sagen wir zu schätzen, wie es entwirtet. Hm. Nun, in dem Fall braucht ihr es mir ja auch nicht zu zeigen, nicht wahr? Es ging eher um die Signatur. Oh, ja, nun gut, das ist richtig. Wie gesagt, und dort auf dem See, ich habe mich auf die Situation und die Umgebung eingelassen und sie ist mir erschienen als ihre zweigestaltige Erscheinung, als alte Frau und als junges Mädchen mit der blutigen Uhr und der ehrenen Waage. Außerdem... Dies ist eine sehr klare Darstellung. Ihr seid euch sicher, dass ihr nicht einem Spaß mit einer Illusion zum Opfer geworden seid? Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich nicht auf Grundlage der Reaktion der anderen, als ich aus dieser Trance erwacht bin. Nun gut, ich will mich eurer Expertise aus erster Hand beugen. Außerdem habe ich eine besagte Uhr in meinem Besitz. Nun, aber wie gesagt, das wäre nur der eine Teil. Eine letzte Frage, dann wäre auch dieser Test vorbei. Wenn wir gegen eine Arche oder gegen eine Seeschlange oder gegen einen Meeresdämon aus der Domäne der tiefen Tochter kämpfen, wie würdet ihr uns in diesem Fall raten, vorzugehen? Was wäre eurer Meinung nach das sinnvollste Vorgehen und mit welchen Zaubern könntet ihr uns unterstützen? Eine interessante Frage. Und ich muss gestehen, ich hätte Schwierigkeiten gehabt, sie zu beantworten, bis ich die Magusarbeit eures eigenen Kapitans gelesen habe. Ihr seht, im Allgemeinen sind die Dämonen aus der Domäne Galaxul samt und sonders anfällig gegen elementares Feuer, wie ihr als Geode sicherlich bereits wisst. Die Archen hingegen, als Geschöpf dreier Pforten des Grauens, wie mir kürzlich erst klar wurde, haben eine solche Schwäche nicht. Sie können nach den Berichten von elementarem Feuer immer noch verwundet werden, allerdings bei weitem nicht in einem solchen Ausmaß. Wie würdet ihr also vorschlagen, vorzugehen? Nun, euer eigener Kapitän empfiehlt in jedem Falle ein Entern der Arche. Von dort aus kann man drei grobe Ziele anpeilen. A priori ist es natürlich der Kapitän, der Steuermann sowie der Steuerbaum, an den eben dieser gefesselt ist. Manchmal bei der Personalunion. Schaltet man diese aus, ist die Arche beherrschlos, bis ein neuer Beherrscher sich auftut, sagen wir so. A secundo wäre da das Archenherz. Es ist gut geschützt, liegt im Inneren einer meist enormen Dämonenarche und ist damit schwer zu treffen. Ist es allerdings erst einmal vernichtet, ist der Daimonid tot. A tertio wäre da das Aderengeflecht zu erwähnen, durch das, wenn ich mich recht entsinne, pures Unwasser fließt, oder zumindest ein Unwassergemisch mit einigen Körpersäften dazu. Man könnte dies durch Alchemiker, zum Beispiel den Bandstaub, wie mir Richter nach ihr bereits mehr als einmal erfolgreich versucht habt, wie auch, wenn man den Theorierungen eures eigenen Kapitäns folgen mag, und ich stimme ihm jetzt tatsächlich zu, dem Tazamotoxin versuchen. Dies sollte ihn nicht nur direkt ins Eichenherz, sondern auch in alle Teile der Eiche tragen und diese zumindest empfindlich lähmen. Aquatro wäre da vielleicht noch das Atropeum zu nennen, aber die Niere von der Eiche zu trennen sollte ein etwa genauso großer Aufwand sein wie das Herz und ist von daher vermutlich, außer die Lage ist sehr, sehr ungünstig, für die Eiche nicht zu empfehlen. Oh, sehr schön, ihr habt gerade das... Verzeiht, dass wenig hiervon meine eigene Expertise ist und die meiste aus der Praxis von eurem eigenen Kapitän stammt. Nun, das ist vollkommen in Ordnung. Ihr habt genau das angesprochen, worauf ich eigentlich hinaus wollte, das Tazamotoxin. Seid ihr in der Lage, dies herzustellen? Immerhin werdet ihr als Alchemist auf unserem Schiff eingestellt. Nicht für euch. Aber für unseren Kapitän? Auch nicht für euren Kapitän. Die Herstellung des Tazamotoxins erfordert zwingend die Beschwörung und Beherrschung eines gehörenden Dämons.